schön am Kuori auf Grund. Mal wieder. Ich war schon ein paar Mal auf Grund hier am Kuori und habe da einfach mal meine Fiederrouten ausgeworfen. Und jetzt gerade wieder an einer Stelle, wo die Rotaugen natürlich auch laufen. Alter, das kannst du dir aber auch nicht ausdenken. Ich dachte, jetzt kommt hier erstmal schön ein entspannter Saibling rein. Nee, nee, da ballert tatsächlich ein Rotauge rein. Und tatsächlich als Trophy. Erstes Rotauge, so wie es angekündigt war. Und zwar vom Felix, der Lümmel. Der hat hier ein bisschen rumprobiert und da habe ich ihm natürlich auch gefragt, Alter, ja, wie denn und wo denn und was denn? Und er hatte einfach geschrieben, ja, hier auf der Insel sozusagen in das 15 Meter Loch rein und es ging einige Saiblinge rein. Und auf die Saiblinge sind wir ja eigentlich aus. Saiblinge, Alter, 2,5, 1,1, ein paar kleine sind dabei, 800 Gramm, ja. Die Frequenz ist, naja, sie ist nicht so überragend, aber es gehen die Saiblinge rein. Es gehen die Saiblinge rein und mit dem ersten Saibling hier von über 2,5 Kilo, da habe ich mir gedacht, Alter, das ist mal gar nicht so schlecht. Und das ist jetzt hier der erste Abend, den ich jetzt hier teste, die erste Nacht geht dann jetzt gleich los und da bin ich dann doch gespannt, ob das hier so in den Abendstunden vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr reinballert oder ob jetzt hier mehr Weißfische kommen. Eine Güste hat sich auch gedacht, boah geil, Alter, so eine Eintagsfliege nehme ich doch mit, so eine Eintagsfliegenlarve. Gucken wir mal, was da noch so reingeht. Ja, auf Setup gehe ich natürlich auch gleich im Detail nochmal ein. Wie gesagt, von der Position hier auf, ich glaube, es zuppelt schon wieder, auf der Insel am Kuori einmal schnell hier rüberfahren mit dem Boot. Zack, kurz hier anlegen, hier an der Seite so ein bisschen und dann rausgehüpft und dann raus mit dem Setup. Eine Kleinigkeit macht das Ganze tricky. Man muss so ungefähr 30 Meter weit auswerfen. Das heißt, mit dem allerfeinsten Setup sollte man hier nicht hin. So Winkelpicker oder sowas, die kommen, na, ich sag mal so mit Flycast-Blein. Damit kommt man, glaube ich, so ungefähr 30 Meter weit raus. Zack, der nächste Brocken hier. Das war die Route, die hatte ich jetzt mehrfach schon mal umgebaut und damit ein bisschen rumexperimentiert, Köder rumexperimentiert, Hakengrößen rumexperimentiert. Und jetzt gucken wir mal. Ja, jetzt habe ich genau den richtigen Haken, um hier die Rotaugen endlich zu fangen. Alter, jetzt gehen hier die Rotaugen rein. Ich werde weich. Ich werfe immer hier vorne so hin zu dieser Kante hier. Ungefähr so weit raus, zack, 30 Meter geklippt, dann landen wir auch hier ziemlich genau in diesem Bereich da, dann lübt das ganz gut. So, ja, jetzt gucken wir mal eben, ob hier noch ein bisschen was zuppelt und was da zuppelt und dann gucken wir uns natürlich auch nochmal das Setup an. Ja, in der Nacht, würde ich sagen, hat man dann aber Besseres zu tun, als hier drauf zu warten, dass noch ein Saibling reingeht. Ich würde ja sagen, in der Nacht geht es dann ab, vielleicht eher auf Quappe. Gleiche Position, gleicher Spot sozusagen, gleiches Auswerfen, von mir aus auch gleicher Haken. Vierer Haken sind, glaube ich, gar nicht so schlecht dafür, für eine vernünftige Frequenz. Und dann vielleicht ein bisschen dickeres Setup und dann gib ihm auf Quappe. So, jetzt haben wir hier kurz vor 5. Gucken wir mal, was hier jetzt gerade reinballert. Wieder die ollen Weißfische. Ich werde ja weich, Alter. Noch so eine Trophy. Pah, ey. Trophy Rotauge. Lohnt sich das denn wenigstens zum Abschließen hier? Hat man denn die Trophäe wenigstens am Kuori? Ist noch nicht mal drin, ne? Aber die Quappe, wie gesagt, die wäre noch drin.
Also vielleicht doch lieber für die Nacht wechseln auf Tauwurm oder Fischfetzen. Ich habe hier ein steinfarbenes Blei dran, einen 7,7 Kilo Fluorocarbon-Vorfach. Geflochtene Schnur habe ich hier in diesem Fall jetzt mal drauf genommen auf die HSV. Wir haben jetzt quasi 400 Meter Schnur hier drauf, richtig, richtig gut. Und damit können dann die Brocken hier auch mal abhauen und kreuz und quer durch die Gegend schwimmen. Und wir drillen sie dann immer noch müde. Da haben die überhaupt keine Chance. Wenn ich mal eben gucke hier von der Insel aus, 400 Meter, kommen die weg? Ne, kommen sie nicht. Ich teste hier gerade mal die Entfernung. Also der weiteste Punkt sozusagen, wenn die hier abhauen würden, um die Ecke herum, also die gerade Linie bis hier rüber, sind ungefähr 250 Meter. Also auch hier um die Ecke herum. Keine 400 Meter, das heißt, wir kriegen hier theoretisch jeden Fisch rausgedrillt. 7,7 Kilo, ja, schön fein und klein. Ich liebäugel damit, noch kleiner und feiner reinzugehen. Weißt du was, wir machen das direkt. Ich gehe mal auf 5,4 Kilo. Achtung, Bremse runter. Und ich werfe jetzt hier einmal noch mal ein bisschen weiter nach links rüber. 30 Meter geklippt. Schnurclip, wie gesagt, 30 Meter. Und das Ganze machen wir jetzt hier bei diesem Setup auch. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen mehr gefächert, ein bisschen mehr gestreut sozusagen, die Köder. Auch hier aber sonst gleiches Setup. Hier jetzt auch nochmal 5,4 Kilo, Viererhaken, Eintagsfliegenlarve, 30 Meter Clip. Auch hier jetzt Bremse nochmal weiter runter. Und drittes Setup, das werfe ich jetzt auch ein bisschen weiter nach rechts rüber, nochmal mehr gefächert, dass wir hier jetzt einfach einen etwas größeren Bereich abfächern und testen, wo denn da was gehen kann. Ich hatte ein ähnliches Video auch schon mal gemacht vom Land aus, ich verlinke das am besten auch nochmal direkt, vom Ufer aus geht das natürlich auch. 30 Meter Clip, jawohl. Und raus, ab in die Richtung. Ja. Also, damit haben wir jetzt drei verschiedene Stellen. Wir sind einmal in diesem Bereich mit 30 Meter. Dann sind wir einmal in diesem Bereich auf der 15. Und einmal hier, hatte ich gerade schon gesehen. Also 1, 2, 3 Stellen. Ja, ich glaube, das reicht. Hier den Bereich kann man natürlich genauso testen. Auch das funktioniert immer wieder. Eine andere Möglichkeit wäre hier von Land aus. Da muss man dann natürlich auch schauen, dass man da ausreichend weit rauskommt. Bis zur 10 hier hinten hin wären das schon 60 Meter. Das heißt also, wenn man dann hier vielleicht so bis ins Tiefe wirft, 35 Meter in diesem Bereich, wenn man das versucht zu treffen, wäre natürlich eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit, dass man dann sagt, okay, ich versuche es einfach mal hier in diese Area, da ist man dann auch ungefähr mit 30 Meter ganz gut bedient. Ich glaube, bis hier in diesen Schlitz da genau reinzuwerfen mit ungefähr 50 Meter wird schon wieder ein bisschen schwierig. Kann man aber mit einem etwas größeren Setup durchaus schaffen. Und dann, ja, versucht man da sein Glück. Ich bleibe jetzt hier tatsächlich noch ein bisschen länger stehen und werde das noch ein bisschen länger ausprobieren. Ich würde sagen, 50-50. Aber 100% das, was eben auch hier vom Felix gesagt wurde. Was hat er geschrieben? Moinsen, bei mir lübt am Koori, 6er Haken, Eintagsfliege. Hatte schon 4 Trophy-Rotaugen und viele Bachsaiblinge, 1 bis 2,2 Kilo. Hat er recht. Ich auch bisher. Läuft schon ganz gut an. Und hier kündigt sich das nächste Rotauge. Oder vielleicht der nächste Bachsaibling an. Gucken wir mal eben kurz noch mal rein. Einen nehmen wir noch mit. Da ist sogar schon was dran. Ja, dann gucken wir mal jetzt auf diesem neuen leichten Setup mit 5,4 Kilo Vorfach nur. Noch mal vorsichtiger, noch mal zarter hier reingegangen, weil das natürlich hier auch ein super klares Gewässer ist. Deswegen hier ganz, ganz feines, dünnes und sehr transparentes Vorfachsmaterial.
Vielleicht wirkt das ja die Wunder, die wir hier brauchen, für schöne Bachsaiblinge. Ne, ich krieg nur noch die Rotaugen hier rein. Ne? Ich krieg nur noch Rotaugen hier rein. Absoluter Hammer. Absoluter Hammer. Kann man aber auch machen. Ohne Scheiß, ich bin da gar nicht böse drum. Ich nehme die gerne mit. Trotz allem nehme ich eine Route jetzt von hier weg und ich werfe mal weiter hier vorne hin. Ich teste einfach mal hier in diese Richtung. Gucken wir mal eben. Also von hier, wo ich jetzt gerade bin, bis dahin. Da wären jetzt sogar 40 Meter bis hierhin. So machen wir das auch. Ich gehe mal auf 40 Meter jetzt. Und dann werfen wir ja doch so in diese Richtung. Voll ausgeworfen. Und dann lassen wir das erstmal schön absinken. Das ist ja hier 15 Meter tief auch. Absinkphase natürlich. Und dann machen wir erst zu. So. Ich teste hier noch ein bisschen. Erinnert mich wirklich an das Angeln. Als ich in diesem Levelbereich hier war vor vielen Jahren, war das auch gang und gäbe, dass man sich hier immer mal hingestellt hat. Da war die Map ja noch ein bisschen anders aufgebaut. Und da hat das auch immer wieder gut funktioniert mit dem Grundangeln, auch mit Insekten allgemein. Das heißt also hier auch einfach vielleicht mal reingucken, was gibt es zum Beispiel in den Stipp-Rekorden für andere Insekten, die man auch durchaus mal verwenden kann. Denn ihr seht ja, die Bachsaiblinge beißen da auch drauf. Und dann nehmen wir die doch gerne mit. Also, irgendwas wird hier schon noch weiter reingehen. Ich teste hier einfach weiter. Und freue mich, wenn gleich hier noch ein paar schöne Bachsaiblinge reingehen. Entspannt auf Grund. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags um 19 Uhr. Petri.